Peter, was sagst du zum heutigen Spiel? Ja, natürlich war diese gelb-rote Karten mitentscheidend, dass wir nicht mehr das machen haben können, was wir sie noch in der Halbzeit vorgenommen haben. Anders aber gesagt, also wenn ich die drei Tore sehe, da verhalten wir uns einfach nicht im Defensiven. Es geht in der oberen Playoff, also gegen solche Mannschaften, die was international schon spielen, die was schon jahrelang in der Bundesliga sind oder was jahrelang oben im oberen Playoff sind, wo andere Qualität ist, geht sowas natürlich schief. Also ich glaube, bei diesen drei Tore haben wir sehr, sehr viel mitgeholfen und das müssen wir natürlich abstellen in der Zukunft, weil das einfach gerecht wird in dieser Liga da oben. So selber muss ich sagen, bis zum 0-1 waren wir, glaube ich, sehr, sehr gut in dem Spiel drinnen, haben auch unsere Möglichkeiten gehabt, ein Tor zu erzielen. Das haben wir bis dahin wirklich sehr, sehr gut gelöst und dieses 0-1 hatte natürlich ins Hintertreffen, aber ich denke mal mit den 2-1 vor der Halbzeit haben wir natürlich auch in der Halbzeit noch über das gesprochen, aber wenn du dann 3 Minuten später gleich das 3-1 kriegst, was wieder vermeidbar ist, wo wieder erstens der Ball, dann die Flanke einfach zum Verhindern ist, das sind so Dinge, also ich habe neben mir einen deutschen Spieler, der kennt das, wenn es einmal heißt, Fuß vor, so eine Flanke muss man einfach verhindern und das ist uns beim zweiten Tor haben wir das nicht gemacht und auch beim dritten Tor. Und das verstehe ich dann nicht von einem Spieler, der was doch eine gewisse Erfahrung hat, aber okay, Fehler passieren, wir sind miteinander Mannschaft, wir machen alle miteinander Fehler, aber das müssen wir halt natürlich in der Zukunft abstellen und über den Ausschluss, was soll ich sagen, der Herr Hameter ist der dritte Ausschluss, den was wir haben, der dritte ungerechtfertigte Ausschluss. Jeder hat gesehen im Videobeweis, ich berühre den Stojkovic nicht, ich habe es auch jetzt vorhin schon gesagt, Stojkovic kriegt einen Oscar für diese Szene, weil er lässt sich da fallen theatralisch, ohne dass er berührt wird, aber macht er clever, man kennt ihn, ist nicht die erste Aktion, was der so macht bei Rapid, aber da fehlt uns auch ein bisschen dann die Cleverness, aber dass ein Schiedsrichter auf so eine Situation wieder einfällt und der Herr Hameter, wie gesagt, der ist der dritte Ausschluss, unberechtigt, gegen einen Turga in Linz unberechtigt, in Wien gegen einen Glory unberechtigt und dreimal Herr Hameter. Jetzt bin ich gespannt, kriegen wir da jetzt die Punkte oder kriegen wir da was retour von der Liga oder von den Referees oder ist nicht angenehm für uns als Verein. Aber nichtsdestotrotz haben wir dann trotz allem weiterhin versucht, ordentlich weiter zu spielen. Aber dass natürlich dann gegen 10 Feldspieler von Rapid nicht einfach ist, ist auch klar. Aber nichtsdestotrotz müssen wir jetzt sich wieder in die Situation bringen, wo wir auch dementsprechend wieder gut Fußball spielen und auch dementsprechend arbeiten an gewissen Dingen, dass uns solche Fehler halt nicht passieren. Dankeschön, Trainer. Ja, Philipp, Trainer hat es angesprochen, heute natürlich nicht immer ideales Defensivverhalten. Für dich als Torhüter natürlich dann doppelt und dreifach schwer, da was zu verhindern. Wie hast du heute dieses Spiel erlebt? Ja, ich glaube, wir sind ganz gut reingestartet ins Spiel. Bis zum 1-0 haben wir es, glaube ich, richtig gut gemacht, wo wir vielleicht auch mal ein bisschen clever sind, das Tor schießen können. Dann kriegst du halt leider so einen kleinen Bruch ins Spiel, wo du dann noch das 2-0 kriegst. Aber ich glaube, mit dem 2-1 waren wir dann wieder dort und waren im Spiel drin. Dann, ja, zweite Halbzeit startet natürlich denkbar schlecht, was sehr vermeidbar war. Ich glaube, alle Tore waren sehr vermeidbar, was der Trainer schon richtig gesagt hat. Wo wir uns einfach nicht schlau anstellen, wo wir einfach ein bisschen doof verteidigen. Ich glaube, das ist auf dem Niveau, wird jeder Fehler so bestraft, wenn du da nachlässig bist. Und deswegen, leider konnten wir uns danach
nach dem 3-1 nicht wieder zurück ins Spiel kämpfen durch die rote Karte. Das wird es natürlich sehr schwer gegen die in Unterzahl, aber ich glaube, wir müssen weiter nach vorne schauen und am Sonntag wieder alles rausholen. Ja, am Sonntag geht es dann zu Sturm. Darf um eure Fragen bitten. Mikrofon kommt zu euch. Martin Quendler von der Kleinen Zeitung. Herr Trainer, welcher Gegner war heute mächtiger, der Schiedsrichter oder Rapid Wien? Gute Frage. Gute Frage, wie soll man die beantworten? Ich denke, wir waren heute sicher um einen Schritt besser als wie beim Auswärtsspiel, gar keine Frage. Von den Möglichkeiten, auch von der Art her, wie wir gespielt haben, das gut kontrolliert haben bis zum 0-1. Aber entscheidend ist immer die Tore. Die haben wir aus unseren Möglichkeiten nicht gemacht. Aber ich denke schon, dass wir gezeigt haben, dass wir da zu Recht in dieser Liga stehen, zu Recht auch unsere Punkte im Herbst und auch im Frühjahr, weil ich glaube, ich habe heute so ein Interview vor dem Spiel, wo es geheißen hat, ja, wir haben unsere Punkte ja nur im Herbst gemacht, was ja nicht stimmt, weil wir haben im Frühjahr 5 Punkte gemacht und die musst du erst einmal machen in Linz und dann die Heimspiele. Das war eigentlich der Schlüssel zu dem Aufstieg, dass du eben die 5 Punkte machst, dass du so weit vorne bist. Und weil wenn du in Linz verlierst, dann hast du schon noch einen Druck, auch gegen Alltag. Und dann schaut die Situation beim LASK ein bisschen anders aus. Aber wie gesagt, wir brauchen nicht mehr nach rückwärts schauen, sondern schauen nach vorne. Wir müssen einfach aus diesen Fehlern, die was uns heute passiert sind, lernen. Darum müssen wir die Lehren daraus ziehen. Und im nächsten Spiel gegen eine heimstarke Sturm Graz, die was ja mit einer ganz anderen Wucht kommen, die was auch fußballerisch eine Riesenqualität haben, da bestehen zu können. Wobei, ich mal so sage, Sturm, glaube ich, ist momentan auch noch nicht am Höhepunkt. Das hat man auch in den ersten Spielen gesehen. Die haben auch noch irgendwo Probleme. Also wir werden nicht nach Graz fahren und sagen, hoppala, wir müssen unsere Fehler abstellen und natürlich im Ballbesitz unsere Möglichkeiten auch dementsprechend cleverer ausspielen, die Möglichkeiten und die haben wir. Und so werden wir uns auch auf die nächsten Wochen auch vorbereiten. Und ich hoffe auch, dass wir mit gewissen Schiedsrichterentscheidungen besser fahren als wir heute. Gibt es weitere gute Fragen? Es gibt keine schlechten. Du Philipp, wie sehr hat vielleicht auch der Thorsten gefehlt heute in der Innenverteidigung? Ja, ich glaube, dass Thorsten ein sehr wichtiger Spieler für uns ist, gerade für die Abwehr, unser Abwehrchef. Würde ich sagen, es hat natürlich sehr geschmerzt, aber ich glaube, die Jungs, die auf dem Platz standen, haben ihr Bestes gegeben. Deswegen werden wir, wie gesagt, am Sonntag schauen, dass wir es besser machen, dass wir besser verteidigen und die Fehler abstellen. Und dann werden wir schauen, wie es sich da ausgeht. Ja, mit Trainer Backhult, 20 Minuten. Also die ersten 20 Minuten hat Austria super agiert, war hart in den Zweikämpfen, nahe am Mann, nahe am Gegner dabei. Warum ist dann plötzlich so ein Strömungsabriss passiert, dass man da Rapid gewähren ließ? Ja, ich denke, ich bin da nicht ganz in der Meinung, wir müssen einfach im Zweikampf noch mehr lernen. Also man sieht das von heraußen oft sehr gut, wo Kleinigkeiten, wo der Gegenspieler nur so ein leichtes Stessel gibt und wir sind schon wieder draußen aus dem Gleichgewicht und da fehlt uns noch einfach diese Robustheit, die was natürlich in der Bundesliga diese Mannschaften alle schon kennen. Also wir haben im Zweikampfverhalten, glaube ich, da müssen wir am meisten noch zulegen, da müssen wir am meisten noch lernen, dass wir da einfach giftiger sind, auch robuster. Ich denke, ein großes Beispiel ist, wie man bei uns, also da sieht man einfach, gegen den hat auch der Gegenspieler fast keine Chance, wie der den Körper einstellt, wie der den Ball verteidigt mit seinem Körper und auch dementsprechend auch die Robustheit in der Luft hat und auch so am Mann. Da haben wir einige Spieler bei uns wirklich nur Defizite. Das Problem ist, als Trainer, was sie dann stellt, wie lernt man das? Wie kriegt man das ein? Und da macht sie ja Trainer, und da mache ich mir ja schon, das war ja früher bei anderen Mannschaften nicht anders, da macht man sich auch die Gedanken, wie kann ich das verbessern? Aber wir werden einen Weg finden, das zu verbessern und dass wir eben einfach da wieder einen Schritt nach vorne machen. Eine Frage noch an Philipp.
Jetzt zwei Partien, 1-6, das Torverhältnis, nagt das am Selbstvertrauen? Nein, also am Selbstvertrauen nagt das sicherlich nicht. Das ist natürlich immer scheiße. Ja, wenn nicht die Null steht, aber ich glaube, wenn man sieht, wie wir die Tore bekommen haben, dass es Sachen sind, die wir einfach besser verteidigen können, wo der Gegner nicht einfach übermächtig ist, glaube ich, haben wir da noch ein bisschen Arbeit vor uns, dass wir es besser machen, dass wir besser verteidigen und dass wir ja die einfachen Tore nicht mehr so zulassen. Und ich glaube, dann werden wir auch wieder die Null halten können. Philipp, dann noch einmal bitte deine Meinung zur gelb-roten Karte und dann noch deine Meinung zu den Fans. 5.700 heute. Ja, erstmal zur gelb-roten Karte. Ich glaube, da hat der Trainer schon alles zu gesagt. Da würde ich jetzt lieber nichts weiter zu sagen. Ich glaube, das hat jeder gesehen, dass das diskutabel war. Ja, und zu den Fans. Natürlich erstmal schön, dass es wieder über 5.000 waren. Aber ich glaube und ich hoffe, dass in den nächsten Heimspielen noch mehr Leute zuschauen. Ich glaube, das Wetter war heute auch schön. Es wird die nächsten Wochen noch schöner sein. Und ich glaube, mit den Fans im Rücken, glaube ich, es ist ein bisschen einfacher für uns, die Heimspiele zu bestreiten. Ich glaube, deswegen sind wir auch so heimstark. Bis auf jetzt, glaube ich, zwei Niederlagen haben wir unsere Heimspiele, glaube ich, immer sehr gut bestritten. Und natürlich wäre es schön, wenn jetzt noch mehr Fans kommen, aber dazu müssen wir auch die Leistung bringen, dass mehr Leute wieder ins Stadion kommen. Dann sage ich danke. Wir halten fest, der Philipp behält sein Selbstvertrauen und es gibt auch gute Fragen hier im Stadion, das nach einem 1-3 gegen Rapid. In diesem Sinne, Dankeschön euch allen und nicht vergessen, nächste Woche kein Heimspiel, sondern auswärts geht's nach Graz. Bitte kommt vorbei und unterstützt unsere Mannschaft. Dankeschön.